Hallo meine Lieben, ja, mein Sammlungsvideo geht weiter und zwar möchte ich euch jetzt mit euch zusammen meine Monolith-Schatten aussortieren und auch gleichzeitig swatchen. Ich hoffe, das Licht geht, weil es ist wirklich eine Katastrophe. Eigentlich wollte ich euch ganz gerne wieder hier so mit hinnehmen. Ich hoffe, das klappt. Also ich stelle mal am besten den Spiegel hier rüber und dann nehme ich euch mal mit rüber zu mir. Ihr wisst ja, meine Sammlungsvideos mittlerweile sind so, dass ich euch alles zeige, auch geswatcht. Und wenn mir dann irgendwas nicht mehr zusagt, mache ich da direkt ein Decluttering draus und es wird aussortiert. Und dabei ist schon so einiges aussortiert worden, was man im Kleiderkreisel findet. Aber kommt mal her. Geht das vom Licht so? Ich hoffe. So, jetzt mache ich das mal. Hopp, wo ist denn meine Schublade? So, ich lege jetzt erstmal alle meine Einzellidschatten, also meine Monos hier so hin. Das sind so alles Mögliche. So, es sind diese hier. Ich schwenke mal eben runter. Das hier sind meine Monolidschatten. Sieht auf dem Haufen mehr aus, als ich gedacht habe, weil ich habe wirklich nicht mehr ganz so viele. Aber gut, beginnen wir. Ne? Und zwar mit diesem hier, der bleibt aber sowas von, weil das ist, der kommt so oft zum Einsatz bei mir, das ist abnormal. Den hat die Janina 1407, hat sie mir, 1403, ich vergesse immer wieder den Namen, hat sie mir persönlich empfohlen, das hat sie mal in ihrem Video erwähnt, ist so ein Poo-Crease-Braun, also ein, das perfekte zum Ausblenden, meiner Meinung nach, super geil. So, dann habe ich hier auch in meiner Schublade, der kommt auch nicht weg, ein Urban Decay, Lidschatten in der Farbe Bug und den gibt es ja auch in der Naked Palette. Ne? Während der hier so ein warmer Ton halt zum Ausblenden ist, ist das ein eher, sagt schon, kühler Ton. Bleibt auch auf jeden Fall. So, dann habe ich hier, den habe ich letztens in meinem 5 Produkte einen Monat Projekt drin gehabt. Das ist ein Kiko Lidschatten in der Farbe 139 und ich habe ihn lieben gelernt, aber sowas von, der ist so schön. Auch sehr schön als Highlighter. Der bleibt natürlich. So, dann von Essence, I Love Nude ist das Vanilla Sugar. Ich denke, der bleibt. Sehr gut pigmentiert. Machen wir mal hier hin. So sieht man natürlich jetzt nicht mehr viel. Aber ist halt gut als Basisfarbe oder so, ne? Genau dasselbe gilt halt auch hierfür. Das ist halt von Wet n Wild, der Creme Brûlée. Ups, andersrum. Den ich in letzter Zeit auch gut verwende, weil ich ihn aufbrauchen möchte. Und ja. Das ist halt, mache ich am besten so. Auf der Haut wird man auch nicht viel sehen. Deswegen Schwachsinn. Der bleibt auch. Genauso wie den anderen, den ich aufbrauchen möchte. Und zwar ist es von Catrice einer in der Farbe On the Taupe of the Mad Everest. Und hier ist das Hitzepan, wird auch immer größer, Gott sei Dank. Und der ist halt eher aschig, aber auch ein Nude. So, dann habe ich hier aus der Urbanized LE habe ich einen silbernen Lidschatten, den ich immer verwahrt habe, weil ich in dem Augeninnenwinkel sehr cool finde. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, der kommt auf in meiner Vielleicht-Schublade. Ich habe tatsächlich mittlerweile eine Vielleicht-Schublade, die ich euch dann irgendwann gegen Ende zeigen möchte, weil da bin ich mir nicht so sicher. Dann hier aus der P2 Linen Color Reihe habe ich hier Peanut Butter Biscuit. Und ich muss euch ja nicht sagen, wie geil dieser Ton hier ist. Ne? Ja, der bleibt natürlich. Catrice Lidschatten sind ja wirklich sehr schön, da muss man ja sagen. Und zwar habe ich hier Go Charlie Brown. Schöner Ton. Habe ich mit Sicherheit en masse in tausenden Paletten drin. Auch auf dem Vielleichthaufen. Urban Decay. Den trage ich heute auf meinen Augenlidern übrigens. Eine sehr schöne Farbe. Heißt übrigens Underground. Seht ihr das überhaupt? Ja. Und sieht so aus. Ein wirklich toller Ton. Nicht so häufig verwendet bisher. Super mega geil pigmentiert. Hier seht ihr ihn. Sehr schöne Farbe. Aber ihr glaubt es nicht, aber der kommt weg. Weil solche Töne habe ich wirklich en masse in Paletten dran. Und deswegen erstmal hier hin.
Ich habe hier noch so einen, ich glaube, das sind nämlich LEs hier, dass sie so die Verpackungen so sind, aber ich bin mir nicht sicher. Da habe ich noch eine Farbe, die heißt Shack. Und der bleibt auf jeden Fall, den muss ich auch öfters wieder benutzen, weil der ist so eine tolle Farbe. Boah, da ist eine coole drin. Mache ich hier hin. Wunderschön. Wundervoll. So, dann habe ich hier einen Colourpop-Lidschatten in der Farbe Wetless. Und die Farbe ist voll schön. Seht ihr, das ist so ein bisschen changierend auch. Oder so ein bisschen nass, ne, sieht das aus. Und das ist der hier. Ein bisschen moor. Voll schön ist der. Der bleibt natürlich auch. Ich habe übrigens... Wie sehen die eigentlich aus? Ich habe noch einen Colourpop-Lidschatten in der Farbe Hanky Panky. Zwei Stück habe ich übrigens letztens schon aussortiert. Die sind noch im Kleiderkreise bei mir. Hanky Panky ist halt auch so ein bisschen Saturn, finde ich, mäßig. Und das ist der hier. Auch wunderschön. Immer gut zumachen, die Colourpops, und trocknen die aus. Einen von meinen zwei Mono-Lidschatten von MAC, die übrig geblieben sind, ist antikt. Und sehr schön. So ein rostrot-braun. Mein allererster MAC-Lidschatten war Sable. Das ist der hier. Und der ist so, oh, so schön. So schön. Perfekt für blaue Augen übrigens. Dann habe ich hier von Manhattan einer. Ich weiß gar nicht, ob es den noch so gibt. Das sind die Intense Effect Eyeshadows in der Farbe Dim Brown habe ich hier. Und da ist tatsächlich auch, wenn man sieht, eine Kuhle drin. Die muss ich wohl früher öfters verwendet haben. Mega pigmentiert. Schön, oder? Der behalte, den behalte ich. Auch wenn ich den fast nie benutze. Dann von Manhattan 3D Effect Eyeshadow in der Farbe Honeywood. Honeywood? Honeywood. Sind halt zwei Farben drin. Ne? Wie man sieht, habe ich einmal einen hellen und einen dunklen. Das sind die beiden hier oben. Aber die sind... Wartet mal, ich muss mal ein bisschen mehr hier. Oh Gott, Hilfe. Leute, Entschuldigung. Das war ja mal laut. Das sind wirklich zwei sehr schöne Töne. Ein so ein hell, wie man sieht, hoffe ich. Und ein so ein, ja, so ein honigfarbenes Braun. Voll schön. Ich glaube, der kommt auf den Vielleichthaufen. Wird dann einfach noch mal ein paar Mal verwendet und dann wird entschieden. So, dann habe ich hier einen Essence LE Lidschatten in der Farbe Queen of the Amazons. Amazon. Und zwar ist er so ein rot, ach Quatsch, so ein braun, blau-lila. Und aber auf der Haut sieht er eher voll blau aus. Der kommt übrigens auch auf den Vielleichthaufen. Kiko. Water Eyeshadow Cyberberry. So, nie verwendet, aber ich kann ihn einfach nicht aussortieren. Wisst ihr warum? Muss ich da was zu sagen? Nein, oder? Muss ich nichts zu sagen. Muss man da was zu sagen? Natürlich bleibt er total irre, aber... Geht zu. Total irre, aber, hallo? Na? Na? So, dann habe ich hier ein, das ist, glaube ich, ein Duo. Und zwar von... Was ist das nochmal? Ach, Elizabeth Arden steht auch hier unten. Auf. Sind die beiden Töne. Das hier gefällt mir voll gut. Das hier ist halt ein Blau, ne? Ups, zwei sehr schöne Töne. Ja, aber der hier ist halt wunderschön, aber im Endeffekt habe ich sowas schon in anderen Paletten. Also deswegen kommt der auch weg. Dann habe ich hier noch von Shady Lady einer. Ich hatte früher, glaube ich,
9 oder so. Das ist mein letzter, weil ich mittlerweile so viele Paletten von The Balm habe, wo die Farben drin sind. Deswegen habe ich die alle aussortiert, die anderen. Und das hier ist halt All About Alex. Alex, das ist halt ein khakifarbener, wenn ich mich... Ups. Das ist ein khakifarbener, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt ist mir das Ding auch noch abgegangen. Muss ich mal kleben oder so. Ja, auf jeden Fall ein khaki-grün. Megamäßig pigmentiert, wie man das halt von The Balm kennt. Ja, das ist er. Schon geil. Soll ich ihn aussortieren? Ist natürlich jetzt blöd mit dem Deckel, aber gut, das bringt ja dem Ding hier keinen Abbruch. Er ist halt so ein khaki-grün mit so ein bisschen Goldeinschlag, ne? Ich glaube, der kommt weg, weil ich habe genug Grüne. So. Dann habe ich hier von Grimas, das ist eine Karnevalschminke, nenne ich es jetzt einfach mal, ein Weiß. Und Grimas macht halt sehr deckende Schminke. Deswegen denke ich mal, dass das ein wirklich sehr intensives Weiß ist. Ah, geht so, ne? Gucken wir nochmal. Ah, ich glaube aber schon, dass das... Doch, das geht. Aber ich glaube, das kommt auch weg. Habe ich die ganze Zeit nicht verwendet. So. Dann habe ich hier von P2 aus der Matte Dream Eyeshadow-Reihe die Farbe Green Jungle. Und die habe ich halt immer für so Reptilien-Looks, also meinen Schlangen-Look genommen, zum Gesicht abpudern, nenne ich es jetzt einfach mal. Und deswegen bleibt der auch, falls ich da noch mal Bock drauf habe. Aber ich glaube, der ist nicht gut pigmentiert, muss man ja sagen. Überhaupt nicht gut. Aber er bleibt. So, dann habe ich hier von Cosmetic Cosmo den Zaubernuss. Der war auch das letzte Mal in meinen Favoriten drin. Ist halt ein schöner Ton zum Ausblenden. Ein bisschen dreckig, aschig würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ja, das Ding hier ist übrigens... das Ding fliegt mir mal raus. Machen wir mal zu direkt. Und ist halt das hier. Wäre auch ein guter Ton zum Konturieren. Dann habe ich hier noch einen Kiko-Lidschatten. In der Farbe 124. Das ist so einer hier. Der ist auch wirklich sehr schön. Der sieht sehr grau aus, ne? Aber guckt mal. Boah, das ist der pigmentiert, ey. Sehr schön. So ein topiges Braun. Sehr hübsch. Bleibt erstmal. Dann habe ich hier von Maybelline, habe ich hier so ein Duo. Total süß ist das. In der Farbe Brownie Gold. Mit einem kleinen Applikator drin. Einmal ein helles Gold. Wie man es auch gedacht hat, mit so Glitzerflittern drin. Moment, da mache ich mal ein bisschen mehr. Das könnte man auf jeden Fall schon gut als Highlighter verwenden. Und das Braun darunter. Ist wundervoll und das ist so gut pigmentiert. Sehr schön. Allerdings, was glaubt ihr? Es kommt weg. Bye bye. So, dann habe ich hier ein Duo von Essence. Das habe ich letztens auch von der lieben Christina geschickt, also im Tauschpaket bekommen. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal verwendet. Allerdings weiß ich ganz genau, dass es bei mir nicht so zum Tragen kommt, nenne ich es einfach mal, weil ich so viel anderes habe und Essence ist zwar gut, das zeige ich euch jetzt auch, aber wie gesagt, das ist doch nicht so das, wonach ich jedes Mal greifen würde, ne? Aber schaut mal, das soll, die sind so gut pigmentiert, ja, heftig. Ja, das sind die beiden, gar nicht schlechten, aber wie ihr seht, ne, die Farben sind schon alle sehr ähnlich und deswegen kommt das hier auch weg. Jetzt habe ich hier noch einen NYX. Das, ich glaube, die waren im Adventskalender oder sowas. Ich habe das auf jeden Fall mal so von irgendjemandem im Kleiderkreis, glaube ich, gekriegt. Und wie ihr seht, da habe ich einmal geswatcht bisher. Das ist die Farbe Kopenhagen. Und die Farbe ist schon genial. Seht ihr das? Das ist so ein Goldgrün. Seht ihr das überhaupt? Wartet. So. Ich hoffe, man kann es jetzt doch mal erkennen. Ich glaube, diesen grünen Einschlag sieht man nicht, ne? Aber das... Ja. Aber das, was ihr hier seht, ist auf jeden Fall auch in dem Lidschatten vorhanden. Also ziemlich cool. Aber verwende ich nicht, deswegen weg.
Genau wie das hier, das ist von L'Oreal ein matter Lidschatten in der Farbe Matt 104. Heißt auch so, oder? Ja. Den habe ich, ich glaube, zweimal verwendet. Den habe ich von meiner kleinen Schwester zu Weihnachten gekriegt oder zum Geburtstag oder so. Aber ich hatte beim Swatchen bei DM sah der einfach mehr nude aus und nicht so rosé. Aber die ist schon super mega. Also es ist schon so eher hautfarbend. Aber guckt euch mal die Pigmentierung an. Der ist schon geil. Aber ich verwende ihn nicht. Deswegen kommt der leider auch weg. Das letzte Produkt ist eigentlich gar kein Lidschatten, aber der ist halt in meiner Lidschatten-Dings drin, in meiner Schublade. Deswegen zeige ich euch das auch. Das ist von P2, der Perfect Eyeshadow Base hier. Ja, den habe ich auch schon, jetzt habe ich nasse Hände, habe ich auch schon hin und wieder verwendet, also schon öfter. Aber den sortiere ich jetzt aus, weil ich finde, andere sind besser für mich geeignet. Ja, der kommt jetzt auch weg. Ja, jetzt habe ich hier tatsächlich 4 Lidschatten, wo ich auf dem Vielleichthaufen habe. Und zwar einmal diesen hier, den von Manhattan, diesen 3D. Von Catrice dieses Go Charlie Brown und diesen Urbanized Lidschatten kommen auf meinen Vielleichthaufen, dass man ganz am Schluss nochmal sieht. Weg kommt meine Eyeshadow Base, diesen tollen L'Oreal hier Lidschatten von Grimas, das Weiße, von Urban Decay die Farbe Underground, ich finde die Verpackung auch sehr hübsch. Von The Balm, mein Shady Lady, hier in der Farbe All About Alex. Von Elizabeth Arden, dieses Duo. Von NYX Copenhagen. Von Essence, dieses Duo-Ding hier. Und von Maybelline, dieses Duo, was ich auch wirklich sehr hübsch finde. Ja. Das sind die Sachen, die wegkommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!